So, der ultimative USB 3.0-Test direkt am Motherboard angeschlossen, wie man da hinten sehen kann. Zwei USB 3.0-Anschlüsse. Und somit ist es auch möglich, 100 Megabyte die Sekunde zu übertragen. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Und dann haue ich doch mal direkt jetzt hier eine Datei rein. Schaut euch das Ganze mal an, wie die Geschwindigkeit hochgepusht wird. Ohne Probleme. Innerhalb von wenigen Sekunden haben wir hier die 1,4 Gigabyte übertragen. So muss das natürlich sein. Perfekt.